Wochenende sorgte ein Schuhkonzern für Aufruhr. Jetzt kommt die Erklärung. Und Grey's Anatomy-Star Ellen Pompeo geht als glückliche Gewinnerin bei den People's Choice Awards raus. Das und mehr gibt's jetzt von mir. Einen schönen Nachmittag wünsche ich euch. Testen, testen, testen. So soll die Pandemie endlich kontrolliert werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte ja am Wochenende Massentestungen an, so wie in der Slowakei. Allerdings war sie dort nicht freiwillig und das soll bei uns anders laufen, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Er ist eher dafür, dass das jeder für sich selbst entscheidet. Klar ist aber mal, dass das Screening ausgebaut werden soll. Das heißt, bestimmte Personengruppen werden regelmäßig getestet, also einmal pro Woche Stabal ins Nasal. Juhu! Was war das für ein Fail am Wochenende? Menschenmassen unterwegs, ewig lange Schlangen vor den Geschäften. Viele wollten ja wohl noch vor dem Lockdown schnell einkaufen gehen. Das Sahnehäubchen, einige Geschäfte haben auch noch Rabattaktionen gestartet, um noch mehr Kundinnen und Kunden anzulocken. Und das bei der aktuellen Gesundheitslage. Ein betroffener Schuhhändler hat sich dann noch am Samstag zu den Kritiken geäußert. Allerdings hat das Statement das Unverständnis der Menschen nur noch mehr angekurbelt. Eine Entschuldigung schaut wohl ein wenig anders aus. Ja, und vor einigen Stunden kam dann ein neues Statement. Diesmal entschuldigt man sich mit den Worten, es gibt nichts schönzureden. Der Konzern habe nicht mit so einem Ansturm gerechnet und die Situation völlig unterschätzt. Die Erde würden momentan ja wohl viele am liebsten verlassen, wenn sie könnten. Vier Astronauten durften das jetzt auch. Und zwar mit der Crew Dragon-Kapsel von SpaceX, dem privaten Raumfahrtunternehmen von Tesla-Boss Elon Musk. Der spektakuläre Start wurde natürlich von vielen mitverfolgt, so auch dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden, der direkt nach dem Start der NASA und SpaceX auf Twitter gratulierte und dabei auf die Bedeutung von Wissenschaft und Fortschritt einging. 27 Stunden fliegt die Crew Dragon jetzt zur internationalen Raumstation, die um die Erde kreist. Und insgesamt 6 Monate sollen die 4 Astronauten aus den USA und Japan jetzt an Bord bleiben, um Experimente zu überwachen. Yuki Nagasato setzt sich selbst keine Grenzen und das hat sie jetzt schon mehrfach bewiesen. 2011 gewinnt die Fußballspielerin mit ihrem japanischen Team die Weltmeisterschaft und legt eine Top-Leistung hin. Und jetzt sorgt die 33-Jährige wieder für Schlagzeilen. Sie ist nämlich die erste Frau, die bei einem Männerclub in der japanischen Profiliga unterschreibt. Und spielt jetzt sogar im selben Team wie ihr älterer Bruder Genki. Sie hofft, dass das eine positive Message an alle Frauen da draußen ist, die davon träumen, in einer Männermannschaft zu spielen. Denn es ist schließlich möglich, wie man sieht. I hope it will be message for the any girl player or any women's player in the world who wants to play in the men's team. Eigentlich spielt Yuki ja in den USA bei einem Frauenteam und wurde quasi verliehen. Zudem wird sie auch bald wieder zurückkehren. Jetzt wird aber erstmal ein bisschen Geschichte geschrieben. Ja, über solche Frauen könnte ich jeden Tag am liebsten sprechen. Wie viel würdet ihr für ein paar Schuhe zahlen? Also ich glaube, bei mir wäre die oberste Grenze so bei 150 Euro, aber dann müssten die auch schon wirklich fetzen. Ja, 43.750 Euro hat eine anonyme Person jetzt für einen einzigen Schuh gezahlt. Also nicht mal ein paar, nein, nur eines. Dabei handelt es sich aber nicht um das neueste Paar einer hippen Marke, sondern um einen Schuh von der früheren französischen Königin Marie Antoinette. Bei der Versteigerung in Versailles lag der Schätzpreis vom Auktionshaus eigentlich zwischen 8.000 und 10.000. Das wurde allerdings deutlich überschritten. Ja, 43.750 Euro für einen Schuh ist halt schon sehr viel, wobei sich die Person den wahrscheinlich auch eher nicht anziehen wird. Der ist schließlich schon über 200 Jahre alt. Die People's Choice Awards wurden gestern verliehen und eine konnte sich dabei ganz besonders freuen. Ellen Pompeo oder eher Meredith Grey, wie sie ja die meisten von der berühmten Ärzteserie Grey's Anatomy kennen. Sie gewinnt TV-Star des Jahres und Grey's Anatomy kassiert den Preis für die beste Serie. Erst vor wenigen Tagen sind die Fans ja völlig ausgezuckt, weil, Achtung, Spoiler,
Patrick Dempsey alias McDreamy wieder zurück ist. Die Serie ist also auch noch 17 Staffeln, nach 17 Staffeln noch ein absoluter Hit. So, let's kick the rest of 2020's ass. And let's look out for each other, be responsible for one another and love. Thank you so much. Ihre Dankesrede beendet sie mit den Worten: Lasst uns dem Ende von 2020 in den Hintern treten, aufeinander aufpassen, verantwortungsbewusst sein und uns gegenseitig lieben. Den Publikumspreis zum Film des Jahres bekam die Actionkomödie Bad Boys for Life mit Will Smith und Martin Lawrence. Für Überraschung sorgte die Kategorie Beste Talkshow. Die ging nämlich an Ellen DeGeneres. Und das, obwohl die ja erst im Sommer für einen ziemlichen Skandal sorgte. Da haben nämlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über die miese Arbeitsatmosphäre geklagt. Naja, das dürfte das Publikum anscheinend nicht interessieren, wenn sie ja trotzdem gewinnt. Das waren eure Push-Updates des Tages. Morgen ab 8 Uhr bin ich dann wieder mit ganz neuen Meldungen für euch da. Ich freue mich. Boom, 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 boom.